Terrorist Hand hart. So, den hier wollte ich gerne mal ausprobieren. Das passt alles soweit. Wieder ein Termite, ein Recruit, ein Recruit und auch ein Recruit. Na, wird immer lustig. Wobei die Rekruten ja ziemlich viel auswählen können. So, die drei Rekruten sind fertig. Eliminate the terrorists. Stay away from the blast. We're not going in blind. Nicht? Klar gehen wir blind rein. RED active. If it runs on batteries, I'll see it. Und auf rein mit dir. Hui. RED active. Sweeping perimeter. Okay. So, noch was? Oh, da sind zwei hinter mir. Na, sowas. Help me out. Boom, killed. Ah. Schön in den Rücken geschossen. Ah, böser Kill, böser Kill. Revive den Comrade dahin. Der war immer so nett und hat seine Gesundheit mir zuliebe gelassen. Oh. Oh. Lord Sub hat minus 60 Punkte. Hm. Ich finde diese Zerstörungsgeschichten echt geil. Und dieses Teamplay, was sie hier einbauen, ist auch super. Also jetzt hier mit dem IQ, diese ganzen Electronic Warfare Sachen schon mal finden und identifizieren, ist ja cool. Diese Schildträger sind eh total OP, die machen richtig, richtig anstrengend, dann dagegen zu halten. Boom, das war der Termite. Das Geräusch kennt man. Was macht er da?
Okay, da hat es ihn zerlegt. Ärgerlich. Was machst du da? Warum robbst du ihn hinterher? Anstatt dass er sich mal die Wunde zuhält. Oh my fucking gosh, dann muss ich wohl nochmal eine zweite Runde machen. Terrorist Hunt Classic. Der Korb-Modus. Drei Leute gekillt, nicht allzu viel. Oh, 39 Punkte, ich bin gut.